Klimawandel kurz erklären? Durch zum Beispiel CO2 oder Methan von Kühen entsteht ein Treibhauseffekt. Ach komm! Die Ursache ist der natürliche Treibhauseffekt, der sich verändert hat im Laufe der Zeit. Und dadurch kommt es zum Schmelzen der Pole, Anstieg der Temperatur. Dann, dass es immer wärmer wird, dass teilweise vielleicht auch dann die Polarkappen ein bisschen abschmelzen. Also ich denke, dass es das tatsächlich gibt, weil viele Menschen sagen ja, Klimawandel existiert vielleicht gar nicht richtig. Es gibt viele wissenschaftliche Beweise, dass es Klimawandel gibt. Durch die Geschichte weiß man, dass die Erde sich immer wieder verändert, aber wir Menschen halt ganz, ganz viel dazu beigetragen haben, dass es halt schneller alles passiert. Weil vor allen Dingen mit dem Plastik. Also das ist ja empörend, was man da in den Meeren sieht. Schon eine Katastrophe, ja, für alle, die halt wirklich am Meer leben. Und dadurch kommen auch die ganzen Fluchtströme von Süd nach Nord. Ich denke über unsere Urenkel nach, in was für eine Welt sie reingeboren sind. Und wie das dann mal in 20, 30 Jahren sein wird. Wir haben eine Welt, die zu schnell aufgesaugt wird und aufgebraucht wird. Ich glaube, es war in Nordrhein-Westfalen ein Tornado sogar erschienen ist, kurzzeitig. Und das sind halt für mich so Warnhinzeichen, dass man halt langsam was tun sollte. Ich denke, das ist ein Thema, das wir uns annehmen sollten. Und ich glaube auch, dass man dagegen was machen sollte. Ja, ich glaube nicht, dass der irgendwie aufzuhalten ist. Verantwortlich. Es gibt viele Organisationen, die sich für den Klimaschutz einsetzen. Aber wer jetzt genau persönlich da verantwortlich ist, ist, finde ich, ein bisschen eine schwierige Frage. Verantwortlich für Klimaschutz sind alle Länder, meiner Ansicht nach. Die Politiker, weil die die Idee in die Realität umsetzen. Ich kann das nicht immer nur auf die Regierung schieben, sondern ich würde sagen, man muss am Kleinen, der Kleine muss anfangen. Wir Menschen, ne? Niemand und alle. Für den Klimaschutz sind wir alle verantwortlich. Für den Klimaschutz sind wir alle verantwortlich, also nicht nur Unternehmen, Staaten, sondern die gesamte Gesellschaft. Jeder ist verantwortlich dafür, weil wir alle hier auf der Erde leben. Und ich finde, wenn jeder bei sich selbst anfängt und immer was Kleines dazu beiträgt, wie zum Beispiel nicht Müll aus dem Auto werfen oder halt die Mülltrennung einhält oder keine Plastiktüten verwendet, dann fängt das schon mal gut an eigentlich. Ich sag mal so, eher weniger. Also ich muss ehrlich sagen, eigentlich gar nicht. Also ich achte da jetzt wirklich nicht so drauf. Aber ich würde es empfehlen, dass man wirklich groß drauf achtet. Ich würde gern. Aber was kann ich für das tun? Ich versuche selber ein bisschen auch zu recyceln und mich dementsprechend um einiges zu kümmern. Aber ich spende auch an eine Organisation, die sich um Umweltschutz und auch Klimawandel einsetzt dafür. Die gängigsten Sachen wie Radfahren, Stadtauto. Ja, ich fahre mehr Bahn wie Auto. Wir sind eine fünfköpfige Familie. Wir versuchen auch, wenn wir mit dem Auto fahren, das Auto möglichst auszulassen. Wir haben auch Smart Home, das heißt, ich schalte auch nachts sämtliche Verbraucher automatisch ab. Nehmen auch kein Flugzeug. Möglichst wenig Fleisch zu essen. Auf Plastikbesteck zu verzichten. Naja, ich versuche halt nicht so viel Wasser zu verschwenden zum Beispiel. Oder wie gesagt, halt einfach auf den Müll zu achten, nicht so viel Müll zu produzieren, wenn ich einkaufen gehe, keine Tüten zu kaufen. Alle diese kleinen Dinge, die haben eine große Auswirkung, besonders wenn alle Leute das machen.